Show. Schön, dass Sie dabei sind. Vielen Dank. Eine tolle Show haben wir für Sie vorbereitet, meine Damen und Herren. Und ich weiß, wir haben in dieser Sendung den Hang, etwas zu oft über die FDP zu sprechen. Das weiß ich. Und diese Woche wollten wir auch wirklich nicht, ich schwöre. Aber dann kam diese Zahl. Das ist 1,2%. Es ist ein weiterer Tiefpunkt. Aber jetzt ist Schluss mit diesem ganzen Draufhauen. Die Heute-Show kann es sich nicht leisten, die FDP zu verlieren, meine Damen und Herren. Und selbst so eine Zahl, die kann man doch positiv verkaufen. Warte mal, Moment. Sekunde. Siehste? Das ist doch gar nicht so wenig. Das wird doch, das ist der Lindner-Effekt. Warte mal. Ui! Mist! Das wollte ich nicht. Sehen wir es doch einfach mal so. Ab jetzt kann es doch nur noch bergauf gehen mit denen. Die FDP ist jetzt im Grunde, ja, so wie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Stunde Null. Ja, klar. Ja, und Rösler und Lindner sind die Trümmerfrauen. Ja. Andere Parteien schicken Care-Pakete mit WLAN drin. Alles wie damals. Und Leute, vergesst doch mal das Saarland. Ne? Es muss auch mal Schluss sein, sage ich, mit diesem ganzen hämischen Katastrophenjournalismus. Ja, da hat sich eine Partei zerlegt. Beinahe Totalverlust. Fast nicht mehr messbar. 1,2% noch hinter der Familienpartei. Die Hochrechnung jetzt im Moment, Hochrechnung zu nennen, ist auch ein schwieriges Wort. Gibt es irgendwo einen Schimmer Hoffnung? Ja, man sucht den Fallschirm. Also in der ehemaligen Möllemann-Partei bin ich mit Fallschirmmetaphern immer sehr vorsichtig geworden. Nach vorne gucken ist jetzt das Motto, nach vorne. Die FDP muss sich endlich wieder beliebt machen bei den Menschen. Ihre Herzen gewinnen, ne? So! Was? Sag mal, FDP, wollt ihr, dass man euch scheiße findet, oder was? Schubst doch gleich kleine Kinder von der Schaukel. Mann! Ja, immerhin hilft der Rösler den Schleckerfrauen. Und zwar mit voll guten Ratschlägen. Jetzt gilt es für die Beschäftigten, die mehr als 10.000 vornehmlich Frauen, alleinziehende Mütter und auch ältere Frauen, schnellstmöglich eine Anschlussverwendung selber zu finden. Wow! Ja! Genau so tröstet man Frauen, die gerade ihren Job verloren haben. Hey, sucht euch doch einfach eine neue Arbeit. Der Rösler kann sich bald selber einen neuen Job suchen, wenn Sie mich fragen. Der Einzige, der in dem Laden bleiben muss, meine persönliche Meinung, ist Patrick Döring. Kennen Sie den? Der neue, relativ neue Generalsekretär. Hochtalentiert. Sie haben auch mit großem Talent Versicherungen verkauft. Es war eine spannende Zeit, eine ganz exotische Idee. Deutschlands erste Krankenkasse für Hunde und Katzen. Ja. Ja, ja. Na wirklich. Er hat Versicherungen für Tiere verkauft. Seine Spezialität war übrigens die Wasserschadenversicherung für Goldfische.